Moin, moin, herzlich willkommen in der Computerstube an der Schwentine, einem kleinen Fluss im Norden Deutschlands. Wir spielen 7 Days to Die. In der Alpha 20. Wir sind im Mark 6. Vielleicht einmal kurz gucken sollen. Ja, da ist noch ein bisschen Platz drin. So, ich hatte angefangen hier ein bisschen. Diesen Raum. Weiter raus. Ich brauche da eigentlich geschmiedetes Eisen. Ein Grill. Abgesichert. Guck mal hier in die Garage. Stehen die Schränke.
müsst mich nicht alle schlagen. Wegbank. Ich hab die nicht auseinander. Wechselkasten. Auch Kanäle. Ich muss dich beschlagen. Nicht E drücken nochmal. Den kurz reparieren. Reparieren. Ja, mal gucken, was wir noch alles in der Küche finden. Was hat Fanbase eingeschaltet? Nochmal Nägel. Ach, es regnet schon wieder.
mal. Weg. Fertige doch mal eine. So. Verkaufen. Das sollte reichen. Das war schon
Fett habe ich hier noch. Knochen habe ich auch hier. Woanders rein. Pflasterstange hatte ich doch alles. Kleber. Die kommt damit hin. Türknauf. Kunststoff, Rohre, Papier. Kohle haben wir da. Das mache ich woanders hin. Das mache ich woanders hin. Stoff haben wir hier und Nägel kommen hier noch rein. Die packen wir hier rein. Dann machen wir die Dosen noch hier hin, den Lebenhuhn hier hin. Ich krieg Hunger. Was braucht denn? Messbecher habe ich noch nicht. Geschmiedetes Eisen habe ich noch nicht. Kochtopf ist kein Problem. Kurzes Eisenrohr ist kein Problem. Flasche mit Säure habe ich auch noch nicht gesehen. Wir haben es 14 Uhr. Ich glaube, ich fahre mal kurz zum Händler. Pleasure doing business with you.
Would you kindly help me with a little problem? God bless you and good luck. So, nimm mal eine Aufgabe entgegen. Ich fahre da erstmal dran vorbei. Es sind noch Sachen für mich abgeworfen worden. Die sollte ich erstmal einsammeln. Ja. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Zum Beispiel Geld. Ah!
denn jetzt hergekommen? Level ab. Auch nach oben gehen und mich mit dem Geier angreifen. Hier kann ich auch gleich verkaufen. Das kann ich auch gleich verkaufen. Das kann auch in den Verkauf. Ach, da ist er reingekommen. Hat er aufgeschlagen. Stärke kaufen. Für 2 Punkte. Ich warte noch mal. Ich sollte aufpassen, wie ich mir so meine Gesundheit anschaue. Ist was runter. Each day is a blessing. Thanks for shopping here. Come again.
jetzt meine Gesundheit anschaue, sollte ich nicht noch irgendwo... kann ich hier hinpacken. Schon drin. Jetzt kriege ich Grills am laufenden Band. Thank you.
was. Schon drin. Doch, bei dem war ich auch schon drin. Auch schon drin. Weil ich ja hier auch schon im Büro drin war. Jetzt habe ich schon mal 2 Bier gefunden.
kann ich das Buch nicht mehr abholen. Was habe ich denn jetzt inzwischen alles für einen Trader wieder? So, ich habe einen Punkt, ich will aber in die Stärke mit 2 Punkten investieren. Ja, Bücher habe ich, finde ich, auch schon reichlich gelesen, aber ich habe noch ein paar Serien gar nicht. Also dafür, dass ich noch in der ersten Woche bin, finde ich das gar nicht so verkehrt. Haben. Nee, die 2er lasse ich dann mal hier. Auf alle Fälle kann ich das dann auch alles mitnehmen. Hammer. Wasser kann mit. Angelblei, Stoffel, Kleber, Benzin, Papier, Eisen. Kürbiskuchen, den kann ich doch auch mitnehmen.
sollte ich mal ein bisschen Kürbisse essen. Gut, dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen mit den Büchern beschäftigen. So, Kunst des Bergbaus. Hab ich ein. Der Schlagmann hat mich schon drei. Kneipenschlägerei habe ich schon drei. Feuerwehrmann habe ich ein. Jetzt habe ich zwei. Mit dem Vortrag habe ich ein. Nadel und Faden habe ich ein. So, dann habe ich nämlich auch gleich mal auf meiner Internetseite die Bücher für jetzt eingetragen. Ich werde nochmal durch die Gegend fahren, auch wenn es nachts ist. Mal gucken, was noch so in den Autos ist. In den Häusern. Yeah.
Gleich reparieren. Raus. Mülleimer.
Teller hatte ich schon. Packe ich noch mal aus. Nicht behalten. Das kann auch zum Händler. Das kann auch zum Händler. Erhalten. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Nebenrum kommt hier rein. Das behalte ich mal. Nichts drin ist. Da. Klebeband habe ich doch schon. Ölschiefer. Sand. Eisen. Dosen kann ich hier jetzt auch mal zwischenlagern. Ich werde mich mal in der Nähe der Hordenbasis umschauen. Ich will den Nachbarn hier noch mal erzählen, dass hier Horden ist.
noch keine Warnung bekommen. Weiß ich, dass wir da so einen Stapel stehen, die bestimmt zum Hochregen. Ich habe mich jetzt ein bisschen bewaffnet. Ich werde mich dort aufs Dach stellen, das soll reichen. Immer noch, wie sie Zettel in der Toilette lagern können. Mag es auch sein, dass ich jetzt überlastet bin. Werden. Erstmal die. Für Holz.
das vielleicht nicht wissen, ist mir das auch egal. Ich nicht mache. Auch. Gut, und dann werde ich jetzt das nächste Mal die Horde machen. Aber für heute wird es erstmal gewesen sein. Ich freue mich fürs Einschalten, freue mich auch über ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schaut auch mal auf computerstube.info vorbei. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel was in die Schwindlinie runterläuft. Und bis dahin sehen wir uns dann wieder. Und tschüss.